Also ich gucke jetzt nicht. Evanu hat eine Überraschung für mich. Ich dachte erst irgendwie, er gibt mir was, aber ich darf jetzt nicht hingucken, weil ich muss immer weggehen. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video live aus Hamburg in Lurup. Wir testen heute Marcells Lieblingsdöner. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Überzeugteste von seinen Essenskenntnis bzw. von seinem Geschmack. Da ist manchmal so ein Bock schon dabei gewesen in unserer Vergangenheit. Aber naja, wir gucken, ob das stimmt. Evanu kommt auch dazu. Kommentare aus dem letzten Video zeige ich hier einmal an. Haut mir die Kommentare rein und Belohnung auch ausgesetzt. Hier oben der aktuelle Stand für den besten Döner Deutschlands, der meinen bisherigen Top. Da kriegt ihr einen Amazon-Gutschein an Start. Also haut die Kommentare voll. Wir treffen jetzt Evanu. Let's go. Ich bin nervös. Wir haben Evanu am Start. Grüß dich. Moin. Ich finde, so mir ist eben aufgefallen, wir sind das absolute Tulli-Tour. Ich habe schon gesagt, ihr müsst hier wie bei Karate Kid dieses Zeichen hier oben drauf haben. Aber ich wollte auch einmal. Also, Evanu, wir werden erstmal schön, dass du am Start bist. Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Immer. Wir werden jetzt von Marcel den Lieblingsdöner testen. Und wir haben schon vorher so spekuliert, Marcells Geschmack ist so, ich kenne ihn ja auch nicht unbedingt der Beste, so, würde ich jetzt mal einfach sagen. Nicht immer. Und wir werden jetzt seinen Lieblingsdöner testen, Soul Kebab, wo er hin muss, wenn er hier unterwegs ist. Er sagt, safe für jeden Pflicht, wenn wir vorbeikommen. Wir werden das abchecken. Was ist so deine Erwartung? Boah, ich war schon, also Soul Kebab ist ja eine Kette, ne? Also in Hamburg, ja, so gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es überall gibt oder nur in Hamburg, ne? Warst du selber schon mal Soul Kebab? Ich war schon, aber da habe ich nur Döner-Teller gegessen und es gibt unterschiedliche, ja. Also ich kenne einen, der ist richtig geil, wirklich, der Dünen war auch zuckerhaft, ne? Hier, wir sind ja gerade in Lurup, ne? Da war es zum Beispiel noch nie. Vielleicht schmeckt es hier anders. Also der war eigentlich immer, sage ich mal, gut. Wir schauen, also ich habe Soul Kebab, muss ich sagen, woanders schon mal gegessen. Da sage ich jetzt nicht zu, weil jeder, wie Evanu sagt, jeder macht das Franchise. Beim einen schmeckt so, beim anderen schmeckt so. Und dann gucken wir jetzt mal, was sie machen, ne? Ja, klar. Ich bin sehr gespannt, Alter. Vielleicht ist er hier geiler. Also ich gucke jetzt nicht. Evanu hat eine Überraschung für mich. Ich dachte erst irgendwie, er gibt mir was, aber ich darf jetzt nicht hingucken, weil ich muss immer weggehen. Ich vermute, er verkleidet sich jetzt. Kommt jetzt als Pikachu oder so, verkleidet irgendwas. Also ihr werdet gleich sehen. Irgendwas kommt jetzt. Ich habe auch für das Video das perfekte Outfit. Wenn Monte stolz ist, dass hier sein Döner genau vertrete, genauso. Du siehst trotzdem aus wie, jetzt unabhängig von den Klamotten, die finde ich geil von Marcel, aber du siehst gerade aus wie der letzte Dulli. Ja, geil, also. Sagt er, dann zieh ich das auch an, Mann. Ja, ist okay, get on my ass. Get on my ass. Two boys, one cup kommt jetzt. Achmed ist mit am Start. Die Aufregung steigt, ne, Evanu? Also es sieht vielversprechend aus. Guck mal. So, wir sind jetzt hier am Chillen, Evanu und ich. Wir kriegen jetzt, wie nehmen wir Döner überhaupt? Ohne Tomaten, okay. Du auch? Ja, ich esse manchmal mit, manchmal ohne. Ich kann ohne genauso gut essen. Wie soll ich nicht gefällt mir? Aha. Jetzt sonst gerne alles drauf. Ich bin gerne gemischt. Ich weiß nicht, gemischt. Also ich nehme auch gerne alles einfach mal drauf, außer dental Tomaten. So, und guck, wie präsentieren wir den. Ne? Mal jetzt keine riesen Extra-Wünsche oder so. Ja, jetzt kriegen wir Döner und dann wird geschwemmt. Ich bin auch heiß. Ich habe nur heute Morgen Müsli gegessen. Ich habe nichts gegessen. Gar nichts? Meine erste Mahlzeit, gleich Döner. Kein Fertigfuchs? Nein. Alter, nein. Nein, nicht in diesem Leben nochmal. Fertigfuchs. Okay, let's go. Du machst das, als würde es um dein Leben gehen, ich schwör's dir. Als wäre das dein geheimer Schatz, den du bewachen musst. Ja, was? So wird Lamadun gemacht, Leute. Sieht aus wie Bolognese-Soße ein bisschen. Ich als Deutscher, weißt du? Ähnlich. Ähnlich, ne? Ja. Ist das Mamas Geheimrezept? Ja. Von Mama habe ich gelernt. Geil. Zwei Minuten dauert das sogar. Auch mal interessant, einfach zu sehen. Lamadun. Kommt auf den Teller, aber man weiß nicht, wie gemacht wird. Kannst du sagen, was ist in der Soße drin hier? Tomatenmark. Ja. Paprika. Ja. Und
Zilben und Hackfleisch, schon ein bisschen Salz, ja. Pfeffer. Denkst du, ich krieg das hin? Sei ehrlich. Davor muss ich sagen, ich bin der Meister aller Klassen. Schaffst du. Ja? Okay, ich versuch. Ich danke dir, Bruder. Schönen Tag noch. Ciao. Also im Laden spielst du heftig Musik. Wir sind jetzt extra rausgegangen, ne? Mit zwei Tellern? Ja, mit zwei Tellern. Und jetzt ganz kurz Grundbewertung. Erster Eindruck, auch immer ganz wichtig. Gut gemacht. Haben knuspriges Fleisch, ne? Irgendwie gut hergerichtet eigentlich. Sieht auch schön grillig aus. Also das Fleisch ist wirklich gut gegrillt aus, sag ich mal. Ja. Und die Soßen, geil. Also ich finde es nice von der Verteilung auch her und so. Ohne Tomaten, für sehr wichtig. Banjo. Ja, also sieht lecker aus, ne? Ich hab Bock. Wenn es jetzt so schmeckt. Aber wir müssen jetzt auf richtig Penner-Style irgendwo in der Gosse. Müssen wir jetzt unseren Döner essen, aber egal. Also da sehe ich uns, Ivanio. Da werden wir jetzt drehen. In der kleinen Gosse. Guckt euch den Platz hier an, naja. So, wir wurden jetzt wieder verbannt, die Asozialen. Das ist, weil Ivanio aussieht wie ein asozialer Penner. Und deshalb. Ja, schon, er wollte gerade seine Waschmaschine abstellen. Ich sag nein. Ich habe hier noch ein paar Jungs. Ihr wart schon mal bei Soul Kebab, wart ihr schon mal essen, ne? Auf jeden Fall. Ja, in Barmbek. Und so allgemein eure Note zum Soul Kebab? Immer gut. Stabil. Kann man sich schmecken lassen, ja. Auf jeden Fall. Ja? Jetzt so rein, ich fühle euch nicht auf den Schlips getreten. Aber ich würde sagen, ihr seid beide high für drei. Hier sitzt noch aus, ich schwör's euch. Ja, ab 17. Ab 17, ja. Das ist wahrscheinlich genauso wie bei dir. Alle sagen, du bist bereit. Alle sagen, ich bin bereit, bin ich aber nicht. Wie sagt man, kein Bier vor vier? Ja, wir gehen einfach nicht vor 17 Uhr fliegen. Ja, so muss das. Haut rein, Jungs. Ne? Bis mal. Ciao, ciao, bis dann. Tschüss. Ivanio sagt eben, und ich stimme ihm dazu, also meine Einschätzung, er sagt, man sieht einen Döner, man weiß, wie er schmecken wird. Und ich vermute das Gleiche. Ja, so siehst du, ich will noch nicht sagen, aber ich denke mir so, okay, so und so wird er schmecken, man schon so viel Döner gefressen hat. Oh, hallo. Also, fangen wir mal an. Oh, der ist aber dick gefüllt, die haben nicht gegeizt, ne? Nee. Oh, das ist auf Wurstesteil. Cool, ja. Das Brot ist knusprig. Kann man auf Anhieb kann man nichts meckern. Fleisch kross, Brot knusprig. Mhm. Präsente, scharfe Soße, ne? Safe. Mhm. Du hast zwar recht, das Brot ist knusprig, ne? Aber okay, aber Digga, du hast auch schon selbst gemacht, das Brot gegessen, ne? Das ist so krass bei Dönermännern, bei diesem Döner in Berlin, du weißt, was ich meine. Pajari. Pajari, ne. Irgendwie so Pai. Ja, aber. Genau, ja. Genau. Bambier. Und das Brot bei denen, Digga, wie krass war das? Dieses fluffige, leckere, selbstgemachte, geile Brot. Oh, das war so herrlich, ne? Das ist einfach. Das kann ich nicht erwarten. Man muss es einfach in dem ersten Moment sagen. Es ist Standard. Das heißt ja nicht, dass er nicht schmeckt. Dazu gleich natürlich weiter. Es schmeckt mir aber das Fleisch richtig kross ist. Es ist wirklich so krossig, lecker. Ziemlich geil gemacht. Das gefällt mir wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tzatziki-Soße ist halt ein bisschen Standard, ne? Ich hab irgendwie. Ich mag ja so Knoblauch. Das liegt Berlin. Ich glaube, in Hamburg gibt es ja da keine. Ich glaube, in Hamburg gibt es keine Knoblauchsoße, Digga. Die Soße ist ja Knoblauchsoße. In Berlin ist das Standard. Und Berlin ist das schon geil mit den Soßen. Aber weil ich bin so ein Soßenschwanz. Ich liebe halt wackige Soßen so. Die ist halt ein bisschen Standard. Aber die scharfe Soße ist prägsam, du hast schon recht. Die ist ganz geil. Egal wie gut das Fleisch ist, selbst wenn du weißt, es ist Kobe-Beef da drauf oder so, würdest du trotzdem mit Soße, ne? Safe. Ich hab doch in der Schweiz eine Kobe gegessen zum Essen. Ja, ich gesehen das Video, ich wusste nicht, ob du. Ja, da war mit Kobe-Fleisch da und der war asozial krass, ne? Weil das Fleisch ist wirklich in deinem Mund zerlaufen. Mhm. Aber da war auch mit Soßen, die Soße war noch himmlisch. Die haben perfekt dazu gepasst, Alter. Ich versuche mal meine Gedanken zu sammeln, vor allem die Bewertung hier. Ihr seht immer nur diese Bewertung, die ganz kurz kommt, oft denke ich eine Viertelstunde. Teilweise schiebe ich diesen Prozess raus, weil ich weiß, ich komme gerade nicht auf ein vernünftiges Ergebnis. Und gib drei Stunden später, nehme ich erst auf, um das Ergebnis dann zu haben, weil das ist bei mir Kopfkino, Junge. Komplett. Du musst auch fair bewerten. Du darfst niemanden disrespecten. Du musst aber auch fair und ehrlich bleiben. Das ist das Ding. Holle, bevor dein Urteil fällt, sag ich was dazu. Ja, du's. Also ich finde, der Döner ist, ich sag mal so, ist guter Standard. Das hört sich ja gemein an, so, ne? Mhm. Aber ey, Fleisch ist geil, Brot ist geil. Du wirst zufriedengestellt. Du gehst rein, denkst dir, geil. Du gehst nicht enttäuscht raus, du wirst zufriedengestellt. Aber Digga, du gehst jetzt nicht rein und denkst, oh, ich werde jetzt den besten Döner meines Lebens essen, so ist es nicht. Aber du gehst rein, wirst geil zufriedengestellt, auch richtig dick. Wir haben sie auch ein bisschen dick gemacht, weil du ja gesagt hast, hier und da so. Ne? Ja, 1 bis 10. Ich würde sagen, solide ist ja so eine 7. 7 von 10. Kann man gut essen? Ich habe jetzt nicht und ich denke, ihr könnt mich so einschätzen. Ich wollte es erst auch ins Handy eintippen, so damit man sieht, ich nehme nichts anderes. Aber meine Bewertung so, weil du kennst ja auch meine Videos. Ja, klar. Wo ich reinkomme, dann sage ich, Scheiße, zieht euch die Soße rein. Das ist wie wenn ihr, keine Ahnung, 3-Sterne-Restaurant hier und da. Ich kann euch jetzt kein Special irgendwie sagen, wo ich sage, bam, das Brot zack und das Fleisch und bam und dann habt ihr das. Ist es nicht? Mhm. Es ist, ihr geht zum Döner und wollt einen leckeren Döner und ihr kriegt ihn. Es ist ein leckerer Döner. Es ist auf jeden Fall ein leckerer. Es ist aus dem Standard quasi fast das Maximale rausgeholt, aber es ist jetzt nicht, dass eine Soße auf den Teller kommt, die dich vom Sock haut. Es ist nicht, dass der Brot ist einfach aus den Standardmaterialien, die man erwartet, wenn man Döner kriegt. Es ist wirklich top gemacht und ich gebe auch tatsächlich, ich schwöre beim Leben von meinem Sohn und ich schwöre, ich würde niemals darauf schwören, ich habe 7 von 10 Augen. Echt? Okay. Haargenau, ich schwöre beim Leben von meinem Sohn. Sag Wallabilla. Wallabilla. Sag du auch Wallabilla. Am Montag habe ich ein bisschen übertrieben. Marcel hat übertrieben, aber das stimmt schon. Marcel kennt nicht so viele gute Lokale, weil er immer sein Leben lang bei den gleichen
Läden essen geht. Und deshalb ist das, das ist ein leckerer Döner. Da gehst du hin und du hast ein gutes Essen und gehst raus, bist zufrieden. Sagen wir angenommen, weil du hier bist ja auch Döner-Experte und in Madeira hast du jetzt auch nicht viel Döner gegessen. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, nie wieder Döner oder nie wieder Thai-Massage mit Happy End? Boah, nie wieder Thai-Massage mit Happy End, schon hart, ne? Auch ich noch nie einen hatte, aber was haben wir denn eben geredet? Nein, haben wir nicht. Nein. Ja, natürlich möchte ich nie wieder Döner nehmen. Ja? Nein, nie wieder Thai-Massage, kann ich am Arsch lenken. Alter, der Döner ist wichtig am Leben. Auf Madeira gibt es ja auch Döner, Alter, der ist aber grausam. Ja, so schlecht, Alter. Das ist ein Segen dagegen. Also sagen wir mal so, Leute, ich glaube, wir haben alles zum Döner gesagt. Ich würde sagen, mit Evanio müssen safe mehr Videos kommen. Also haut es in die Kommentare, wenn ihr mehr wollt. Na, dann machen wir mal wieder, ne? Ja, und bei dir kommt auch ein Video, bei Evanio kommt auch ein Video mit uns. Mal eine Döner-Tour. Digga, ich wollte noch 5 Döner essen, let's go. Ja, wissen wir noch. Nein, 3 noch. Also, wenn dieses Video schon draußen, wenn wir das drehen, verlinke ich es am Ende des Videos, sonst kommt dieses zuerst. Ich danke euch fürs Zuschauen, gerne einen Daumen oben lassen, einen Kommentar auch gerne bei Evanio und ein Abo dalassen. Und ja, danke dir, Evanio. Oh. So, bis zum nächsten Mal.